Großartige Zeit im Weströmischen Reich. Nach Jahrzehnten von Niederlagen, Katastrophen und völligem Chaos schien es, als würde der Stern des Weströmischen Reiches wieder aufsteigen. In der Zeitspanne von nur 2 Jahren gelang es dem heldenhaften westlichen Kaiser Magorian, mithilfe seiner sehr fähigen Generäle Nepotianus, Aegidius und Marcellinus, das Weströmische Reich fast wiederherzustellen. Allerdings war die Eroberung natürlich noch nicht abgeschlossen. Magorian wusste, dass es nur dann einen wahren, dauerhaften Frieden in der westlichen römischen Hemisphäre geben könnte, wenn die Vandalenbedrohung ein für alle Mal besiegt würde. Genauso wie die Römer bereits 700 Jahre zuvor wussten, dass Rom punisches Afrika erobern musste, wenn es das Mittelmeer beherrschen wollte, wusste Magorian, dass das Vandalenreich zerschlagen und wieder als Provinz in das Weströmische Reich eingegliedert werden musste, wie es nur 25 Jahre zuvor gewesen war, wenn Rom frei sein wollte. Dafür hatte Magorian eine enorme Flotte errichtet, die größte im Weströmischen Reich seit Jahrhunderten. Der Kaiser Konstantin hatte im Grunde genommen die weströmische Flotte gestohlen und sie verwendet, um seinen Rivalen Licinius in der Schlacht am Hellespont etwa 140 Jahre vor Magorians Zeit zu besiegen. Seitdem fand sich der Westen ohne Flotte wieder, denn danach würde die Flotte in Konstantinopel stationiert sein. Magorian hatte das geändert. Seine neu gebaute riesige Flotte bestand aus 300 Kriegsschiffen, eine Größe, die im Westen seit den alten Tagen nicht mehr gesehen wurde. Und nach der Rückeroberung großer Teile Galliens und Hispaniens versammelte er seine Flotte in Portus Illicitanus, einem alten römischen Hafen in der Nähe der Stadt Cartagena. Nachrichten von Magorians herausragenden Erfolgen erreichten den Hof des Vandalenkönigs Gaiseric in Karthago, insbesondere die Zusammenstellung einer großen Flotte. Etwas, das Gaiseric während seiner gesamten Zeit als König im Weströmischen Reich nicht gesehen hatte, und die Tatsache, dass sogar die Westgoten, nun Föderati des Weströmischen Reiches geworden waren, ließen Gaiseric zum ersten Mal in seinem Leben vor den Römern Angst haben. Also beschloss Gaiseric, Gesandte zum Kaiser, nach Carthago Nova zu schicken, das erste Mal, dass Gaiseric dies tat, was zeigt, wie sehr er dieses neue starke Weströmische Reich nun fürchtete. Aber Magorian lehnte Gaiserics Bedingungen ab und schickte die Gesandten zurück. Er wusste, für dauerhaften Frieden musste das Vandalenreich zerstört und Gaiseric gefangen oder getötet werden. Nachdem Gaiseric seine Gesandten mit der Nachricht zurückbekommen hatte, dass der Kaiser in Panik die Friedensbedingungen ablehnte, befahl er das Niederbrennen von Mauretanien, wo er vermutete, dass Magorian landen würde. Er hoffte, die verbrannte Erde-Strategie würde Magorians Vormarsch verlangsamen, nachdem seine Truppen abgesetzt wurden. In der Zwischenzeit, all diese Zeit seit dem 458. Jahr nach Christus, in diesen 2 Jahren, in denen Magorian Erfolg um Erfolg und Sieg um Sieg errungen hatte und die Burgunder, die Sueben und sogar die wilden Westgoten unterworfen hatte, all diese Zeit war Ricimer in Italien zurückgelassen worden. Wir können uns nur vorstellen, was in seinem Kopf vorgegangen sein muss, als er hörte, dass sein alter Freund wie ein neuer Trajan bejubelt wurde, während er selbst untätig in Italien saß und niemand ihn anfeuerte. Die Leute liebten Magorian und nicht ihn. Die Eifersucht wurde jeden Tag stärker. Ricimer schien sich nicht für die Wiederherstellung des Weströmischen Reiches zu interessieren. Was ihm am meisten wichtig war, waren seine eigenen egoistischen Wünsche. Und so muss er eines Tages entschieden haben, dass Magorian ihm im Weg war. Er begann, sich mit Kritikern des neuen Kaisers zu umgeben, die mit dessen zahlreichen Reformen und Gesetzen zur Bekämpfung der Korruption, die den weströmischen Staat geschwächt hatte, unzufrieden waren. Viele reiche Aristokraten und Senatoren hatten jahrzehntelang von dieser Korruption, von dem ungerechten römischen System, von der Ausbeutung der unteren Klassen profitiert und waren daher sehr unzufrieden mit diesem neuen, ehrgeizigen Kaiser. So sehr war die alte Tugend der Römer gesunken, dass ein großer Teil der Aristokratie mehr auf ihren unmittelbaren Reichtum als auf den Ruhm Roms bedacht war. Und so begann Ricimer, sich mit solchen Menschen zu umgeben, und sie hielten sich an ihre Zeit. Inzwischen in Afrika berichtet der Historiker Prokopios von Caesarea, der etwa 70 Jahre später um 530 nach Christus über Magorian schrieb, dass Magorian Informationen über die Stärke der Vandalen sammeln wollte.
Zu diesem Zweck färbte er sein Haar und verkleidete sich als Gesandter, um Geiserich selbst in Karthago zu treffen. Wir können ziemlich sicher sein, dass dies wahrscheinlich eine Legende war, aber es könnte ein Körnchen Wahrheit darin sein, insofern es zeigt, mit welcher großen Sorgfalt der Kaiser die Invasion von Afrika plante, an diesem D24. Tag der Spätantike. Während der Kaiser die Invasion vorbereitete, war seine Flotte in Portus Illicitanus und eventuell in Elche, nahe Carthago Nova, stationiert. Obwohl Geiserich dachte, dass Magorian in Mauretanien landen würde, gibt es Anzeichen dafür, dass er in Wirklichkeit zuerst in Sizilien landen und sich mit Marcellinus von Dalmatien treffen wollte. Diese vereinigten römischen Flotten und Armeen würden dann irgendwo landen, wahrscheinlich dort, wo Geiserich es nicht vermutete, um den vandalischen Feind zu überraschen und zu verwirren und sie völlig unvorbereitet zu erwischen. Das war im August 460 nach Christus. Wir wissen nicht genau, wo Magorian zu dieser Zeit war oder was genau er tat, aber es war während dieser Zeit, dass das Schicksal sich nun gegen die Römer wenden würde. Wir haben mehrere Quellen für das, was als nächstes geschah, aber sie sind alle ziemlich vage. Priscus von Panium und Johannes von Antiochien berichteten, dass die römische Flotte von Vandalen zerstört wurde, eventuell durch einen Überraschungsangriff. Hudatius schrieb jedoch, dass es Verräter waren, die die Flotte in Brand setzten. Und das ist etwas, was wir uns leicht vorstellen können, da wir wissen, dass Magorians Armee ausschließlich aus barbarischen Söldnern bestand. Daher galt ihre Loyalität nicht so sehr der Ehre Roms, sondern eher der Ehre Coines und oft auch ihren eigenen germanischen Stämmen. Denn die Kampfkraft der Römer selbst hatte sich so sehr verschlechtert, dass nicht mehr viele Römer in der römischen Armee selbst kämpften. Es ist also sehr denkbar, dass einige Elemente in dieser größtenteils barbarischen Armee von den Vandalen bestochen worden sein könnten. Geiserich, reich von der Beute seines Plünderungszugs in Rom nur wenige Jahre zuvor, besaß sicherlich das nötige Geld, um fast jeden außer den überzeugtesten Gläubigen an die Herrlichkeit Roms bestechen zu können. Und in jenen Zeiten gab es leider nicht mehr viele, die diese idealistische Vision zusammen mit dem Kaiser teilten. Abgesehen von den Vandalen könnten auch die Westgoten die Quelle dieses Verrats gewesen sein. Und sogar Ricimar selbst wurde von einigen Historikern verdächtigt, obwohl ich sagen muss, dass diese letzte Möglichkeit unwahrscheinlich erscheint, trotz der Tatsache, dass Ricimar eine sehr fragwürdige Persönlichkeit war. Meiner Erachtens waren wohl die Vandalen die Täter. Und so war der Kaiser anscheinend nicht direkt vor Ort, möglicherweise nicht allzu weit entfernt und beschäftigt mit seinen Vorbereitungen, könnten Verräter die Flotte in der Nacht in Brand gesetzt haben, bevor sie überhaupt mit Soldaten und Vorräten bestückt wurde. Und so gingen die Hoffnungen der Römer in einem einzigen Schlag, in einer heimlichen Aktion, in Flammen auf. So verbrannte diese neue weströmische Armada, bevor sie überhaupt das erreichen konnte, wofür sie gebaut wurde. Wir wissen nicht, was dem Kaiser durch den Kopf ging, als er von der Katastrophe hörte, und was er sagte oder dachte, als er sie später wahrscheinlich mit eigenen Augen sah. Alle seine Vorbereitungen wurden auf so unruhmreiche Weise zerstört. Das muss ein brutaler Schlag für diesen heldenhaften Charakter gewesen sein, der es fast geschafft hatte, ein zweiter Aurelian zu werden. Er war kurz davor, wie Aurelius zuvor, als Restitutor Orbis bezeichnet zu werden. Aber jetzt ist alles in Rauch aufgegangen. Das war Majorians erster großer Fehler. Er hatte die Illoyalität seiner barbarischen Söldner und die extreme Gerissenheit von Geiserich unterschätzt. Er war vielleicht nach den letzten 4 Jahren ständiger Siege etwas zu selbstsicher geworden. So ist manchmal das Schicksal von Charakteren, die zu schnell zu hoch aufsteigen. So war er gezwungen, wahrscheinlich einen demütigenden Friedensvertrag mit dem Vandalenkönig zu unterzeichnen. Und wieder einmal war Geiserich durch pure List als Sieger hervorgegangen, so wie er es immer wieder getan hatte, seit er vor über 30 Jahren mit seinen Vandalen nach Afrika gekommen war. Die Römer hatten die Skrupellosigkeit von Geiserich immer wieder unterschätzt und sie würden dies ein weiteres Mal im Jahr 468 BEI, der gescheiterten Landung von Cap Bon, tun. Was Majorian unmittelbar danach tat, wissen wir nicht. Er hätte vielleicht einige Monate länger in Spanien bleiben können. Er hielt seine Armee zusammen und machte sich irgendwann auf den Weg zurück nach Arelate, in die Stadt, in der seine Siege mehr als 2 Jahre zuvor begonnen hatten.
Aber diesmal war seine Stimmung definitiv viel schlechter als zu der Zeit, als das Schicksal noch auf seiner Seite war. Wir wissen jedoch, dass Majorian wahrscheinlich irgendwann Anfang 461 in Arelate ankam. Sidonius Apollinaris, der eine umfangreiche Lobrede für den Kaiser schrieb, war auch in der Stadt, als der Kaiser ankam. Wir haben ein ziemlich interessantes, erhaltenes Schriftstück von Sidonius selbst, in dem er von einem Bankett berichtet, an dem Majorian, Sidonius und einige gallorömische Adlige teilnahmen. Bemerkenswerterweise wurde bei diesem Bankett nichts von Bedeutung gesprochen. Und es scheint, dass die schwere Niederlage gegen die Vandalen den Ruf des Kaisers nicht getrübt hatte, noch konnte sie die Liebe der Gallorömer zu diesem edlen Kaiser verringern. Der Kaiser war angeblich sogar gut gelaunt, lächelte und scherzte. Wir können annehmen, dass dies Teil des panegyrischen Stils war, der den Kaiser positiv darstellte. Selbst wenn Majorian während dieses Banketts gut gelaunt war, können wir ziemlich sicher sein, dass es alles nur Fassade war. Majorian war wahrscheinlich sehr unglücklich und traurig, aber er wollte es nicht zeigen. Und in der Tat, in einem Brief von Sidonius Apollinaris schrieb er, dass nach dem Ende des Banketts das Gesicht des Kaisers zu erblassen begann. Es fror fast ein, wie Sidonius sich erinnerte, als ob der Befehl gegeben worden wäre, seinen Hals dem gezogenen Schwert des Henkers entgegenzustrecken, in den Worten von Sidonius Apollinaris. Sidonius berichtete, dass Majorian offenbar den Spielen in der Arena von Arelate beiwohnte. Welche Art von Spielen nicht angegeben ist, aber da Gladiatorenspiele einige Jahre zuvor abgeschafft worden waren, können wir annehmen, dass es sich um venatorische Spiele gehandelt haben muss, bei denen die Venatores, die Tierjäger, wilde Tiere jagen und töten würden, ein nicht viel weniger blutiges Schauspiel, das allzu oft auch schlecht für die Venatores selbst endete. Ein brutales Schauspiel, das sogar 70 Jahre später im Königreich Theoderich, noch im Kolosseum in Rom, praktiziert wurde. Majorian besuchte diese Spiele und da er ein Traditionalist war, der den Ruhm Roms wiederherstellen wollte, wusste er, wie wichtig Traditionen waren, selbst die brutaleren. Irgendwann im Sommer 461 beschloss Majorian, Arelate zu verlassen, und nun würde sein zweiter großer Fehler folgen. Er löste seine barbarische Armee auf, die er 2,5 Jahre zuvor in Norditalien angeworben hatte. Dies deutet darauf hin, dass er keine Kenntnis von Ricimas Intrigen hatte. Er mag tatsächlich ahnungslos von Ricimas hinterhältigen Plänen gewesen sein, was für uns sehr überraschend ist. Aber es ist immer leicht, jemanden im Nachhinein zu beurteilen. Ricima war vielleicht meisterhaft darin, seine wahren Absichten zu verbergen, ein Charakter, der möglicherweise ebenso brutal, rücksichtslos, egoistisch, gierig und gerissen wie Geiserik selbst war. Wie Vier Majorian einen solchen Fehler machen konnte, ist für uns verwirrend, aber es beweist, dass selbst die Großen Fehler machen. Die Fassade von Ricima muss perfekt gewesen sein. Majorian muss wirklich geglaubt haben, dass er von seinem vermeintlichen alten Freund, mit dem er den vorherigen Kaiser Avitus gestürzt und unter dem er zusammen mit Aetius gedient hatte, nichts zu befürchten hatte. Und so behielt er nur einige persönliche Leibwächter, mit denen er von Arelate nach Italien reiste, und faszinierenderweise war er nicht auf dem Weg nach Ravenna, sondern nach Rom, laut Hidatius. Es scheint, dass er, wie Valentinian III. Und Avitus vor ihm, in Rom wohnen wollte und Rom damit erneut zum Sitz des Kaisers machte, was auch spätere Kaiser wie zum Beispiel Anthemius oder Olybrius tun würden. Tatsächlich war Rom in jenen Tagen wieder die Hauptstadt dieses sterbenden Weströmischen Reiches. Und Majorian beabsichtigte, dort zu bleiben und laut Hidatius sogar einige Gesetze und Reformen zu erlassen und seine Wiederherstellung des Weströmischen Reiches fortzusetzen, trotz seines Rückschlags gegen die Vandalen. Es war also im frühen August 461, dass Ricimer den Kaiser in der Stadt Tertuna, dem heutigen Tortona in Ligurien, abfing, während der Kaiser auf seinem Weg nach Rom durch diese Stadt reiste. Es ist ziemlich sicher, dass Majoria nur wenige Leibgardisten hatte, während Ricimer mit einer beachtlichen Armee auftauchte. Wie genau Ricimer wusste, wo Majorian war und wie er ihn erneut abfangen konnte, zeigt, dass zu dieser Zeit Spione und verräterische Menschen allgegenwärtig waren, bereit, jegliche Informationen preiszugeben und jede Tat zu vollbringen, die dem römischen Staat im Austausch für Geld schaden würde. Zu solchen Gesetzen waren die alten Ideale Roms gefallen, dass sogar seine Einwohner den Untergang sehen wollten. Majorian wurde gefangen genommen, wahrscheinlich geschlagen und in ein Verlies geworfen,
weil er nicht sofort hingerichtet wurde. 2 Tage später wurde der Kaiser in der Nähe des Flusses Ira enthauptet, sehr wahrscheinlich der heutige Fluss Scrivia. Ob Rizzi mehr zuschaute, wissen wir nicht, aber basierend auf seinem Charakter könnte es möglich sein. Und so endete das Leben des edlen Kaisers Maurorian, einer Figur, die, wie Gibbon schrieb, darauf bedacht war, die Denkmäler jener Zeitalter zu schützen, in denen er gewünscht hätte zu leben und es verdient hätte. Tatsächlich wurde Maurorian in einer Zeit geboren, in der der westliche römische Staat so sehr verfallen war, dass selbst er ihn nicht mehr retten konnte. Die Korruption war zu tief verwurzelt, die Ungerechtigkeit des Justizsystems zu weit verbreitet. Die unteren Schichten wurden von den Reichen ausgebeutet, Verräter waren überall, und wir sahen, dass die einzige große Charakterschwäche des Kaisers darin bestand, dass er unterschätzte, in welchem Ausmaß die Menschen des Reiches gesunken waren, wie sehr es verkommen war. Senatoren, Aristokraten, die Soldaten, sie kümmerten sich nicht mehr um Rom. Das Römische Reich war für sie zu einer Idee geworden, die es nicht wert war, erhalten zu werden. Maurorians größter Fehler war, dass er das nicht sah oder nicht sehen wollte. Er hoffte, dass diese Krankheit noch durch Reformen und Gesetze geheilt werden könnte. Aber selbst der beste Kaiser kann nicht überall Ohren und Augen haben. Und so schlug der Verrat 2-mal zu. Zuerst, als die Verräter die Flotte in Portus Illiquitanus verbrannten und dann, als Ricimer ihn abfing. Und Ricimer fand sicherlich viele Verbündete in seinen Intrigen gegen den Kaiser. Verbündete, die diesen Reformer loswerden wollten, damit sie zurückkehren und das System ausnutzen und sich selbst bereichern konnten. Und mit Maurorian starben auch die letzten Hoffnungen auf die vollständige Wiederherstellung des weströmischen Nepotianus, Aegidius und Marcellinus, die alle nicht lange nach ihm starben, seine fähigen Freunde und Befehlshaber, ohne deren Hilfe er seine vielen Siege nicht errungen hätte. Und mit ihrem Verschwinden zerfiel der westliche römische Staat immer schneller. Und so wurde nur 15 Jahre nach dem Tod des Maurorian, des letzten de facto weströmischen Kaisers, der westliche Kaiser abgesetzt und das westliche Reich hörte auf, ein unabhängiger Staat zu sein, sondern Italien wurde Teil des Oströmischen Reiches, mit dem Sitz des Kaisers in Konstantinopel und unter der Herrschaft des germanischen Patricius Odoaker. Und was bleibt dann von Maurorians Vermächtnis übrig? Als Bischof Enodius von Pavia im späten 5. Jahrhundert Tertona besuchte, etwa 30 Jahre nach dem traurigen Ende des Kaisers, stellte er mit Traurigkeit fest, es ist sehr wahrscheinlich, dass Enodius das Mausoleum von Maurorian in Tertona meinte. Ein sehr bescheidenes Mausoleum. Tatsächlich scheint es so, dass die großen Fürsten oft die schlimmsten Enden erleben. Und ich hoffe, dass mit diesem Kanal und dieser sehr detaillierten Videoserie über das Leben von Maurorian vielleicht ein Teil seines Vermächtnisses für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Denn es war erst vor kurzem, dass Historiker begannen, das Ausmaß von Maurorians Restauration anzuerkennen und zuzugeben, dass das Weströmische Reich sogar noch in den 460ern hätte gerettet werden können, wenn sich die Geschichte anders entwickelt hätte. Ich hoffe, dass ich ein wenig dazu beitragen kann, das Wissen über diese bemerkenswerte Persönlichkeit zu verbreiten, die, wie Gibbon schrieb, es verdient hätte, in besseren Zeiten zu leben und Rom in seiner Blütezeit zu sehen. Ich habe persönlich das Grab von Maurorian in Tertona besucht, weil ich dieses bescheidene Grab für so einen frommen Prinzen selbst sehen wollte. Von diesem Mausoleum, wahrscheinlich hastig von Tertona-Einwohnern für den geliebten Kaiser erbaut und nicht von Ricimer, ist nicht mehr viel übrig. Das Mausoleum ist an eine Kirche angebaut und nur eine kleine Plakette zeigt an, dass dieser heldenhafte Charakter hier begraben wurde. Das Mausoleum ist durch den Hinterhof zugänglich und das Innere ist nur über eine versteckte Kellertür erreichbar, die freundliche Einheimische für mich und meine Frau öffneten, als wir letztes Jahr das Grab besuchten. Es gibt dort nicht viel zu sehen, nicht mehr viel, was darauf hindeuten würde, dass hier jemals ein weströmischer Kaiser lag. Der Sarkophag oder jegliche Verzierungen wurden längst entfernt, da Tertona im Mittelalter fast vollständig zerstört wurde und das Mausoleum möglicherweise geplündert und verbrannt wurde. Und so bleibt von Maurorian nur seine Erinnerung, die Erinnerung an jemanden, der uns zeigen kann,
dass wir trotz aller Widrigkeiten versuchen können, das Unmögliche zu erreichen und dass wir es tatsächlich sogar erreichen könnten, wenn wir uns nur genug anstrengen. Majorian wird immer in Erinnerung bleiben. Und um dieses Video nicht so traurig enden zu lassen, habe ich eine alternative Version der Ereignisse geplant. Ein alternativer glückliches Ende für Majorian, in dem seine Vandalenkampagne erfolgreich gewesen wäre und in dem er alt geworden wäre und noch viele Jahre als Kaiser eines wiederhergestellten weströmischen Reiches regiert hätte, in dem die Flamme Roms wieder hell erstrahlte. Falls Sie, wie ich, ein Rom-Nerd sind und dieses Video schauen, besteht eine hohe Chance, dass Sie sich für die beeindruckenden Ringe und römischen Accessoires vom Senatus Populus Romanus Shop interessieren. Nun können Sie sogar den Majorianus-Kanalring bestellen, um dem großen Kaiser Majorian zu ehren, dessen Erinnerung ich dem Kanal gewidmet habe, zu gedenken. Wie Sie sehen können, ist es wunderbar handgefertigt und man kann die unglaubliche Menge an Detail- und Handwerkskunst erkennen, die die erstaunlichen Leute aus dem Senatus Populusque Romanus Shop in diesen Ring investiert haben. Und Sie können einen in Bronze oder Silber bestellen. Ich frage mich, was Majorian dazu sagen würde, könnte er sehen, dass seine Erinnerung 1562 Jahre später noch hell strahlt. Das ist ein Muss für jeden wahren Majorian-Fan. Und natürlich als netter Nebeneffekt würde es diesem Kanal sehr helfen, das Wort über die Helden des späten Römischen Reiches zu verbreiten. Ich habe den Link zu Ihrem Shop in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar eingefügt. Mit diesem Link erhalten Sie 10% Rabatt auf jeden Einkauf, wenn Sie den Rabattcode Majorianus eingeben. Schauen Sie also deren Sortiment an, es ist echt unglaublich. Und bitte geben Sie diesem Video ein Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keine zukünftigen Videos über die faszinierende Epoche des späten Römischen Reiches verpassen. Bitte erwägen Sie, meine Arbeit auf Patreon oder als YouTube-Mitglied zu unterstützen, da die Nachhaltigkeit dieses Kanals stark von Ihrer Hilfe abhängt. Ohne unsere fantastischen Patronen und YouTube-Mitglieder wäre dieser Kanal nicht möglich. Und ich möchte jedem Einzelnen danken, der diesen Kanal in irgendeiner Form unterstützt, sei es über Patreon, YouTube-Mitgliedschaft, PayPal-Spenden oder natürlich einfach durch Zuschauen. Es ist dank Menschen wie Ihnen, dass Majorians Name und Vermächtnis auch lange nach seinem Tod weiterhin hell erstrahlen. Dankeschön, meine Freunde. Um das erste Video von Majorians Trilogie zu sehen, klicken Sie oben rechts. Das zweite Video der Serie können Sie unten rechts anschauen. Ich sage nochmals Danke an alle Freunde der römischen Geschichte, Gracias Tibiago und Bene Valete.